Lass mich doch einmal reden. Ich merke gerade, meine Mutter hat umgestellt. Ab sofort gibt es keine großen Wasserflaschen mehr, sondern kleine, weil meine Mutter bemerkt hat, dass die großen Flaschen einfach nicht zu Ende getrunken werden. Ich weiß nicht warum, aber ich trinke das einfach nicht zu Ende. Ich kann eine ganze Flasche Wasser nicht komplett austrinken. Ich trinke sie immer bis hier und dann nehme ich mir die neue. Jetzt gibt es kleine Flaschen. Das heißt, es gibt kein Entkommen mehr. Die wird komplett getrunken. Vielleicht wissen die ein oder anderen, ich habe im letzten TikTok-Video, ich glaube, das war im letzten TikTok-Video, erwähnt gehabt, dass meine Kopfhaut juckt oder brennt wegen dem Shampoo. Jetzt habe ich das Shampoo wieder benutzt. Ich weiß nicht warum, aber meine Haut wird durch dieses Shampoo einfach trocken. Wahrscheinlich war das nicht mal Shampoo. Wahrscheinlich ist es wirklich Benzin. Ihr könnt es schon wieder am Titel sehen. Wir haben es heute ein bisschen später. Wir haben es gerade 19.55 Uhr. Wenn das Video fertig gedreht ist, schneide ich das Video und dann gehe ich natürlich schlafen. Wie schläft man natürlich am besten ein? Wenn man davor auf jeden Fall eine Stunde Aufenthalt auf TikTok hat. Ich brauche es nicht mehr in die Länge ziehen, weil ihr wisst, auf TikTok laufen auf jeden Fall Wesen rum, wo ich im Real Life auf jeden Fall einen Bogen machen würde oder die Straßenseite wechseln würde. Nicht, weil sie irgendwie gefährlich sind. Auch nicht, weil sie irgendwie den Coronavirus haben. Sondern weil sie einfach cringe sind. Nee, ehrlich, die Situation kenne ich auf jeden Fall auch, wenn mich da eine Bus jemand die ganze Zeit anguckt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin der Letzte, der irgendwie einen Stressblick zurückgibt, aber ich denke mir da nochmal, welchen Film guckst du gerade? Hast du die Werbung schon geschaut oder guckst du jetzt wirklich schon den Film? Weil wie kann man mich so lange verdammt nochmal angucken? Die Angst in euren Augen, ja, ich sehe das. Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler. Ganz kurz Mamas Auto genommen, um diesen TikTok zu drehen. Aber Auto bewegt sich nicht vor, weil kein Führerschein. Du willst mich erfassen? Ich komme mit dem Lappen. Hände gewaschen? Nein. Nein, dann musst du das machen. Nein, nicht denken. Son ist hier nicht drin. Son ist hier drin. Salute, ich wandere aus. Komm mit Son. Was? Was? Ich höre dich nicht. Ich höre gar nichts. Du hörst zwar nichts, aber ich muss echt sagen, deine Nase ist wirklich dick. Was? Deine Nase ist dick. Was? Deine Nase. Ich höre dich nicht. Deine Nase ist dick. Riding dick and screaming hee haw. You made me proud, girl. You a cow, girl. Did a handstand. I'm like, wow, girl. I'm upside down. I'm not in the mirror. I'm inside. Keep the gun down. Bye bye. Das Lustigste oder das Peinlichste ist ja nicht das Video, sondern die Videounterschrift. Mehr als nur ein Dämon in meinem Kopf. Ich meine, wenn ich den Kopf sehe, dann bestätigt sich auch, dass da nicht nur ein Dämon reinpasst. Aber jedem seins. Und sie ist tödlicher als Corona. Ich bin mit Tachis für Fetzen Marmeter. Zwei Sachen, die mir bei dem Video auffallen. Videounterschrift, aus welcher Land kommt ihr, alles klar. Und zweite Sache, seine Stimme und das Lied sind einfach so synchron. Dennis! Hä? Was soll ich machen? Don't be shy, put some more, put some more. Don't be shy, put some more, ratatata. Ich sag einfach mal gar nichts dazu. Ich habe alles verstanden. Es ging ja am Text darum, 9 Milli, ne? Natürlich macht er dann so. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, es geht um Beef. Warum macht er dann das? Was heißt das? Kann ich jetzt theoretisch zu irgendjemandem gehen, mit dem ich Beef haben will und einfach so machen? Und er weiß Bescheid, was ich will? Ich merke einfach gerade, ich habe unnormal Hunger. Und wenn ich Hunger habe, kann ich einfach nicht weitermachen. Wir sehen uns gleich, wenn ich was gegessen habe. Aus dem kurzen Essen wurde ein kurzer Schlaf. Okay, so ein kurzer Schlaf war es nicht, weil wir haben es jetzt schon den nächsten Tag. Kann man natürlich nichts machen. Es geht auf jeden Fall jetzt weiter. Ich habe auf jeden Fall mal über den Cringe, den wir bis jetzt gesehen haben, mal eine Nacht lang drüber geschlafen. Und jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, weiter mit dem Cringe zu machen. Promise, confess, I still believe, still. Warum zum Teufel hat das 2,7 Millionen Likes? Was verdammt nochmal machen wir falsch? Warte mal, ich sehe da drei Leute. Ach. Son ist ja auch da, ich habe ihn glatt übersehen, ich glaub's nicht. Ich versuche gerade zu entziffern, ist das jetzt eine Fahrradkette, die einfach rausgesprungen ist und irgendwie durch die Mitte getrennt wurde? Oder ist es wirklich eine Königskette, die ebenfalls durch die Mitte getrennt wurde? Und der Bruder hat auf jeden Fall einen sehr, sehr einfachen Namen. Also wenn du ihn fragen würdest, ey Bruder, wie heißt er eigentlich auf TikTok, müsstest du den Namen nicht mal aufschreiben, weil du ihn ja einfach so merken kannst, weil er einfach so einfach ist. User 512448491-6253. Jetzt mal ganz ernsthafte Frage, ne? Den oder sie oder was weiß ich, wer das ist, sehe ich so oft auf TikTok, ne? Ich will mich da jetzt wirklich nicht einmischen, ob das eine Frau ist, ob das ein Mann ist. Das ist mir eigentlich relativ egal. Solange sie mir den Türenkel nicht von dem Auto zieht, alles gut. Ey, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist ein Mann oder nicht. Was sagen die Kommentare? Siehst aus wie Michael Jackson. Er hat mir gerade die Show gestohlen. Ich schwöre auf alles, das wollte ich auch gerade sagen. Er sieht halt wirklich aus wie Michael Jackson. Hier kommt zum Beispiel ein Kommentar. Bist du ein Mädchen? Oder warum so rein? Ich habe auch noch Wachs drauf.
oder ein Junge. Nicht böse gemeint. G-E-M-A-I-N-D. Das ist natürlich wieder der Grund, dass auf TikTok wirklich bis zu 90% nur Jurastudenten und Erfolgsgranaten die Runde machen. Gemeint schreibt man natürlich mit G-E-M-A-I-N-D. Okay. Ich schwör alles. Der Opa macht ja nicht mal was falsch. Genau so hätte ich auch reagiert. Ich hätte mich auch natürlich nochmal umgedreht. Ich meine, ich kann jetzt den Laptop ganz easy aufmachen. Google. Ja, wahrscheinlich kein Internet. Junge, muss ich wieder durchdrehen oder was? Dieses Zeichen, das werde ich mir irgendwann auf die Stirn tätowieren, Alter. Kein Internet, Junge. Immer positiv denken, einfach ein Spiel draus machen. Ah, jetzt geht's. Ja. Ich meine, er ist, glaube ich, auch nicht der Einzige, der mitbekommen hat, dass Michael Jackson leider verstorben ist. Wann er verstorben ist, kann ich euch jetzt ganz genau sagen. Todesursache war ein Herzstillstand. Sterbedatum war der 25. Juni 2009 und Sterbeort war Hollywood Hills, Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Natürlich ist er dann geschockt, wenn er auf die Straße geht, einen ganz normalen Spaziergang eigentlich vorhatte und auf einmal eine Person ihm den Weg räumt, der aussieht wie Michael Jackson. Natürlich schaust du dann ein zweites Mal. Ist doch klar, oder nicht? Aber ich frage mich halt wirklich die ganze Zeit, ist das jetzt ein Typ oder ist das eine Frau? Alles klar. Wir haben also doch noch die Bestätigung bekommen. Das ist keine Frau, sondern ein Junge. Es ist ein Mann. Es ging schneller, als ich dachte. Ich wollte gerade sagen, ich stecke gleich in den Beat ein und rappe, weil wie kann man so lange anrufen? Das sind eben die Besten. Erstmal, falsches Format. Man muss es leider waagerecht schauen. Und zweite Sache, so viel Körper präsentieren und so wenig Gesicht zeigen. Das sind natürlich die Besten, ne? Und dann fragt man sich natürlich dann, wie sehen die Personen denn überhaupt aus? Ach ja, und sie ist nicht so eine. Hab ich mir sagen lassen. Was geht hier ab? Das ist doch nicht dein Ernst. Robin Pfeife 59. 120.000 Likes hat die. Ich bin gerade echt geschockt. Der Kollege hat auf jeden Fall die ein oder andere Muttermale, womit ich das ein oder andere Picasso-Bild zeichnen könnte, wenn ich von dem ersten Punkt bis zum letzten anfangen würde durchzuziehen. Du bist auch wieder in deinen knackigen 18 Jahren. Hattet ihr jemals das Gefühl, dass ihr lieber aufgepasst hättet, wen ihr liebt? Das ist peinlich, Digga. Das ist wirklich peinlich, Alter. Dann mache ich wieder einen Abmarsch. Man sieht sich. Ich schließe natürlich wieder alle Türen für den Cringe, ne? Damit der Cringe nirgends so durchkommt. Sag, wer will Beef? Neu Minuten. Wie oder schief? Aber fangte Pulli. Under pressure. Name your pack. I'm smoking pressure. I'm a bad guy. Da fallen doch bald die Augen raus. Oh mein Gott. Was? Achtet mal bitte auf ihre Gestiken. Was soll man dazu sagen? Das ist wirklich cringe. Ich habe ADHS und ich schreibe auf alles. Liebe Patienten, aufgrund der momentanen Situation bleibt unsere Praxis heute, den 16. März 2020, geschlossen. Schade. Ich wollte dem Typen echt einen Termin bei der Psychiatrie klar machen, weil so geht das nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ist das ein Trend, dass man sich durch diesen Ring durchmacht? Was ist das? Kaffee ist kein Weiter. Kaffee. Armee. KT, Rolex, keine AP. Wie das jetzt alle machen, damit Kapi das kommentiert. Ich schwör's euch auf alles, jeder macht das zurzeit einfach, damit Kapi kommentiert. Kapi ist der Beiter. Kaffee. Armee. KT. Die läuft doch nicht etwa, oder?